So Leute, heute gibt's meine Top 10 Produkte für lange Haare. Auf meiner Reise zu langen Haaren habe ich wirklich richtig viele Produkte getestet, richtig viele Produkte ausprobiert. Und da ich weiß, dass viele von euch da draußen sich gerade aktuell auch die Haare lang wachsen lassen, gibt es heute von mir meine Top 10 Produkte für lange Haare. Ich packe euch auch zu jedem Produkt diverse Alternativen unten in die Infobox rein. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Das erste Produkt ist ein Arganöl. Ein Arganöl ist einfach Pflicht, wenn du lange Haare hast. Ein Arganöl macht deine Haare geschmeidig, wendet Feuchtigkeit und es riecht auch noch gut. Einfach ein, zwei Tropfen Arganöl in deine Hände verteilen nach dem Duschen, dann in deine feuchten Haare einarbeiten, gerade respektive in die Haarspitzen, einfach drin lassen und fertig. Und das Schöne an einem Arganöl ist einfach, dass jeder Haartyp ein Arganöl benutzen kann. Das zweite Produkt ist ein Kamm. Ein Kamm brauchst du auch definitiv, wenn du lange Haare hast. Allein um deine Haare zu ordnen und damit deine Haare nicht verknoten, ist ein Kamm einfach essentiell wichtig. Meine Empfehlung liegt ganz klar auf einem groben Kamm, denn mit einem groben Kamm ziehst du nicht so stark an deinen Haaren und somit läufst du auch nicht so schnell Gefahr, dass du die Haare herausziehst. Auf jeden Fall ist ein grober Kamm oder ein ganz normaler Kamm oder eine entwirrende Bürste auf jeden Fall Pflicht für jeden da draußen, der lange Haare trägt. Das dritte Produkt ist ein Conditioner. Ein Conditioner ist auch unfassbar wichtig und für mich persönlich sogar noch wichtiger als ein Shampoo bei langen Haaren. Denn ein Conditioner macht deine Haare wirklich unfassbar schön geschmeidig und weich. Genau das willst du ja auch, wenn deine Haare lang sind. Mit einem Arganöl und einer Defining Cream ist der Conditioner auch wohl das Produkt, was bei uns am schnellsten aufgebraucht wird und der Gebrauch des Conditioners ist auch super easy. Einfach, wenn du in der Dusche bist, den Conditioner in deine Haarspitzen und deine Haarlängen einarbeiten, paar Minuten drin lassen, einwirken lassen und dann wieder ausspülen. Pro-Tipp an dieser Stelle noch, umso länger du den Conditioner in deinen Haaren drin lässt, umso größer ist die Pflegewirkung. Viertes Produkt ist das Shampoo. Das Shampoo ist nicht ganz so wichtig für mich wie der Conditioner, aber natürlich unerlässlich, gerade dann, wenn du deine Haare und auch deine Kopfhaut reinigen möchtest. Wichtig bei einem Shampoo ist auf jeden Fall, dass du gute Inhaltsstoffe hast und dass du deine Haare auch nicht zu oft shampoonierst. Denn wenn du deine Haare zu oft shampoonierst, läufst du einfach Gefahr, dass deine Haare und deine Kopfhaut austrocknen. Und wichtig beim Shampoo, du solltest auf jeden Fall ein Shampoo auswählen, basierend auf deinem Haartypen. Heißt, wenn du zum Beispiel trockene Haare hast, wähle ein Shampoo aus, was sehr feuchtigkeitsspendend ist. Das fünfte Produkt ist eine Haarkur. Ich persönlich habe erst im Laufe der Zeit angefangen, eine Haarkur zu verwenden, aber die Pflegewirkung einer Haarkur ist einfach wirklich hervorragend. Deshalb empfehle ich dir auch von Anfang an, wenn du deine Haare lang wachsen lässt, eine Haarkur zu verwenden. Eine Haarkur hilft dir nämlich dabei, A, Schäden vorzubeugen und auch Schäden am Haar zu reparieren. Und die Anwendung ist auch super easy, ähnlich wie beim Conditioner. Einfach die Haarkur in die Haarlängen und in die Haarspitzen einarbeiten, abwarten und wieder ausspülen. Das sechste Produkt ist ein Leave-In-Conditioner. Ein Leave-In-Conditioner bleibt in den Haaren drin, also Leave-In bleibt im Haar. Und ein Leave-In-Conditioner macht deine Haare auch schön geschmeidig und den sprühst du dir einfach in die Haare rein, lässt ihn in den Haaren drin. Und es ist eine super Alternative zu einem Arganöl. Ich persönlich bin aber schlussendlich dann zum Arganöl übergewechselt und bin dann auch dabei geblieben, weil mir ein Arganöl einfach besser gefallen hat. Aber ein Leave-In-Conditioner ist wirklich ebenfalls auch eine sehr gute Option. Das nächste Produkt ist für Leute mit glatten, starken Haaren nicht unbedingt notwendig, aber für Leute wie mich mit krausen und sehr trockenen Haaren wirklich ein Must-Have-Produkt, gerade bei langen Haaren. Die Rede ist von einer definierenden Haarcreme. Die Hair Defining Cream ist das perfekte Produkt. Es pflegt deine Haare, du kannst deine Haare damit stylen. Und gerade Leute, die lange, krause Haare haben und sich Man-Bun binden wollen, ist das einfach das perfekte Produkt. Aber auch wenn du dir einfach einen richtig feinen, ordentlichen Man-Bun binden möchtest und keine flatternden Haare haben möchtest, ist das Produkt wirklich absolut gigantisch. Achtens, ein Hitzeschutzspray. Gerade dann, wenn du zum Beispiel jemand bist, der sich sehr gerne seine Haare föhnt oder seine Haare glättet, ist ein Hitzeschutzspray einfach unerlässlich. Das Hitzeschutzspray wird einfach vor dem Benutzen eines Hitzetools in deine Haare reingesprüht. Meine klare Empfehlung auch hier, wenn du das Hitzeschutzspray in deine Haare reinsprühst, einfach nochmal einen Kamm nehmen und deine Haare durchkämmen, damit sich der Hitzeschutz auch überall in deinen Haaren verteilt. Und erst dann kannst du deine Haare glätten bzw. föhnen. Neuntens, Haargummis. Haargummis sind einfach Pflicht, wenn du lange Haare hast. Denn du brauchst einfach Haargummis, um deine Haare irgendwie zusammenbinden zu können. Auch wenn du der Typ bist, der gerne seine Haare offen trägt. Gerade beim Essen stört dich das einfach manchmal. Deshalb sind Haargummis ebenfalls Pflicht. Ich empfehle dir diese Haargummis hier. Das ist ein Baumwoll-Elastan-Gemisch. Die haben wirklich einen idealen Tragekomfort und auch genügend Zugkraft und auch genügend Halt. Also diese Haargummis kann ich dir wärmstens empfehlen. Last but not least, die Bobby Pins. Die Bobby
Pins sind gerade am Anfang sehr wichtig, wenn du deine Haare lang wachsen lässt. Denn wenn du deine Haare lang wachsen lässt, fallen hier und da vielleicht nochmal Haare raus aus dem Man-Bun. Und mit den Bobby Pins kannst du die Haare einfach perfekt wegstecken. Aber auch später, wenn du zum Beispiel deine Haare zum Beispiel im Nacken ausrasieren möchtest oder deine Koteletten rasieren möchtest, dann kannst du mit den Bobby Pins einfach perfekt die Haare wegstecken, die zum Beispiel nicht getrimmt werden sollen. So Leute, mit diesen Produkten seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr euch eure Haare lang wachsen lasst. Ich verlinke euch auch, wie gesagt, diverse Alternativen unten in der Infobox. Schaut da gerne mal rein. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit euren langen Haaren.